Der Porsche 911 Turbo S holt aus einem 3,8 Liter Biturbo 6-Zylinder Boxer 650 PS und kostet ab exakt 221.782 Euro. Macht bei 4,54 Meter Länge fast 490 Euro pro Zentimeter. Die aktiven Aeroteile deuten an, dass das Geld lohnen könnte. Seiner Silhouette bleibt der Elfer treu, ist als Turbo S extra breit und gierig nach der Straße. Das verrät schon, der will's auch wissen. Und wenn er mich fragt, kann er haben. Muss man ja auch einfach mal machen. Du kannst aber wirklich auf der Landstraße dir das nicht oft gönnen, denn du bist einfach zu schnell über dem, was die Straßenverkehrsordnung zulässt. Vorher geht's erstmal in den nächstschärferen Sportmodus. Wobei, warum lange fackeln, wenn die ungefilterte Fahrspaßwahrheit so nah liegt? Ich glaube, wir gehen auf Sport Plus. Und zack, wird der Spoiler ausgefahren, die Klappen sind offen und um Himmels Willen. Da schreit er gleich noch mal anders, da geht er gleich noch mal anders ran. Aber krass ist einfach diese Stabilität. Trotzdem natürlich fühle ich genau, was los ist unter mir. Und man muss eigentlich vor keiner Kurve Angst haben. Gemessen an Leistung und Performance fällt der Durchschnittsverbrauch mit 11,7 Litern verhältnismäßig moderat aus. Generell ist hier bedienergonomisch eigentlich soweit alles ganz gut. Die Tasten sind alle gut erreichbar für mich. Ich habe ja hier auch viele haptische Bedienelemente, die ich auch blind bedienen kann, was ich immer begrüße, wenn man hier einen Mix hat aus Sprachbedienung, Touch und eben normalen Schaltern. Tradition sind die Rundinstrumente. Das runde Rädchen für die Fahrmodi sitzt am runden Lenkrad. Noch keine Tradition ist die elektronische Fahrstufenwippe. Tief und breit. Dieser Eindruck täuscht keineswegs, denn der Turbo S ist an der Vorderachse schon mal 42 mm breiter als der normale Carrera. Und dank des optionalen Sportfahrwerks liegt er 10 mm tiefer, wenn man denn willens ist, diese 1.500 Euro extra zu investieren. Beim Thema Investment bin ich schon genau richtig, denn obwohl der Turbo S natürlich das Topmodell seiner Baureihe ist, bedeutet das längst noch nicht, dass man bei Porsche nicht noch mehr Geld loswerden könnte. Und einiges davon ist hier ins Heck investiert. Zum Beispiel so vermeintliche Kleinigkeiten wie dieser in Schwarz ausgeführte Modellschriftzug kostet bei Porsche locker mal 240 Euro. Und auch die schwarze Umrandung um die Fenster ist nicht ganz günstig. 470 Euro muss man dafür schon investieren. Alles aber noch Peanuts verglichen mit der Sportabgasanlage aus der Porsche Exclusive Manufaktur mit schwarzen Endrohrblenden hier. Die liegt bei knapp über 3.000 Euro. Und da bin ich schon ziemlich froh, dass der 3,8 Liter Sechszylinder Boxer tatsächlich aufpreisfrei hier verbaut ist. Allerdings wäre es anders ja auch kein Porsche. Die Turbolader sind in ihrer Luftführung so ein bisschen verändert worden für die neue Generation. Deshalb kommt man eben summa summarum auch auf die deutlich gesteigerte Leistung von 650 PS und 800 Newtonmetern. Tja, und wer das Schmuckstück auch mal sehen möchte, der wird schon in die Fachwerkstatt gehen müssen, denn hier gibt es nicht viel zu sehen, außer zwei Wartungsöffnungen für Kühlwasser und Öl. Deshalb können wir hier auch gleich wieder zumachen und reingehen. Hier drin ist so ein bisschen Zuckerbrot und Peitsche angesagt. Zum Beispiel schwarze Volllederausstattung gibt es im Turbo S inklusive. Surround View 360-Grad-Kamera kostet 1.000 Euro Aufpreis. Die 18 Wege elektrisch verstellbaren Sportsitze sind im Turbo S inklusive. Der Spurhalteassistent inklusive Verkehrszeichenerkennung kostet 1.000 Euro extra. Das Sport-Chrono-Paket, ihr ahnt es schon, das ist im Turbo S inklusive. Der adaptive Abstandstempomat kostet 1.700 Euro. Das 10,9 Zoll Touchscreen-Infotainment-System Porsche Communication Management ist hier inklusive.
Dafür kostet das Carbondach 3.558 Euro extra. Und wer richtig Geld liegen lassen möchte, dem empfehle ich immer den Anruf bei der Porsche Exclusive Manufaktur. Da kann man sich dann noch zum Beispiel hier so ein Wappen einprägen lassen oder da einen anderen Schriftzug. Und ratzfatz sind noch mal ein paar Euros mehr versteckt für die Individualität. Dann muss es aber auch der individuelle Geldbeutel hergeben. Der Vollständigkeit halber und weil ich gesagt habe, das ist ein 2+2-Sitzer, muss ich das auch mal zeigen, wie bequem das ist hier hinten. Gar nicht so sehr. Also für Menschen ist der Platz hinter Fahrer- und Beifahrersitz vielleicht weniger geeignet. Für sehr kleine Menschen eventuell, denn hier habe ich Isofix-Halterungen. Ihr müsst verzeihen, ich sehe das nicht so präzise aus dem Augenwinkel und irgendwo kann man da noch umlegen. So, dann hat man hier ein bisschen Stauraum. Das ist aber nicht alles. Es gibt im 911 natürlich noch ein bisschen mehr Stauraum. Und zwar hier. Unter der Fronthaube verbergen sich nochmal 128 Liter Stauraum für euch. Das ist jetzt vielleicht nicht der Platz für einen kompletten Wocheneinkauf, aber ich würde sagen, für einen guten Wochenendeinkauf reicht das schon. Austoben kann sich der Elfer jetzt beim Sprint von 0 auf 100 km/h. Der Sport-Plus-Modus. Die Traktionskontrolle ausgeschaltet. Einmal festbremsen und gib ihm. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist das Schönste, was man in 2,7 Sekunden machen kann. In nur 2,7 Sekunden beamt sich der Turbo S auf 100 und den Insassen Glückshormone in die Blutlaufbahn. Und jetzt bremsen. Der Porsche rollt hinten auf 315er Walzen, vorne sind es 255er. Pirelli P-Zeros haben wir drauf und die zeigen jetzt, was sie können. Und das zieht dir die Haut dann wieder nach vorne. Jetzt müsste es eigentlich wieder stimmen im Gesicht. Krass. 31,4 Meter sind ein Spitzenbremswert. Auch dank der Keramikverbundbremsanlage. Ich würde den Porsche 911 Turbo S nicht kaufen, weil es mir am Ende irgendwie von allem zu viel ist. Das ist wirklich Klagen auf einem sehr hohen Niveau. Aber mein Gott, irgendwas muss ich ja finden, was ich ihm ankreiden kann. Ich würde den Porsche 911 Turbo S kaufen, weil, ja, warum? Beweisführung abgeschlossen. Was meint ihr? Porsche 911 Turbo S. Absolute Überflieger-Ikone oder vielleicht doch überschätzter Perfektionslangweiler? Schreibt's in die Kommentare.